Bist du soweit? Ich mach Making-of und Making-of. Ja, jetzt wollen die auch. Making-ofception. René, rutsch mal, genau, dann siehst du nämlich was. Rutsch mal ein bisschen zu mir rüber, René. Da. Ja. Rüber. Ja. Moment. Feeling tired and weary. From my head down to Klapp. My shoes. 2-1. Das ist gespielt. Boah, sag was, mach was Verrücktes, oh mein Gott, Ich will einfach darauf reagieren, ja, als ob es denn echt so wäre. Okay, als, ja, okay, aber ist das so, bin ich ein Arsch und hab immer falsch gesagt oder wird das unabsichtlich gesagt? Ja, es ist schwer zu sagen. Von der Produktion über den Dreh bis hin zur Pause ist jede Stufe wirklich spannend und mein kleiner Nervenkitzel, ob es auch wirklich gut ist, ob es so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben. Und es ist wie ein kleines Kind, das halt heranwächst. Ich bin ein großer Freund davon, die Geschichte des Liedes im Video zu erzählen, zu visualisieren. Das ist nicht jedermanns Sache. Man kann natürlich auch mit Bandaufnahmen, simplen Bandaufnahmen aus dem Proberaum oder irgendwo, sei es eine kleine Garage, kann man natürlich schöne Aufnahmen drehen. Ich bevorzuge eher die Geschichte einfach zu zeigen, weil für mich Musik einfach die Geschichten dahinter auch ausmacht. Mir ist es einfach wichtig, dass man auch junge Künstler unterstützt, weil diese oftmals nicht die Chance hätten, Musikvideos zum Beispiel zu drehen. Und wir haben uns dann einfach gemeinsam besprochen, auch nochmal mit Anja versucht herauszufinden, was ist ihre Intention des Liedes. Ja. Und los, werfen! Ja, also die Frau Nortz hat mal wieder ganze Arbeit geleistet und ein komplettes Team auf die Beine gestellt, hat aus München alles organisiert und quasi mit Anna zusammen also die grundlegenden organisatorischen Sachen geklärt und mich dann mit ins Boot geholt als Regisseur und Konzepter. Genau, so kam es zustande. Die Kamera läuft und klappt. Also wir haben erstmal ein Konzept geschrieben. Ich habe Ideen ausgearbeitet, dann hat Natascha und Anja immer was dazu gesagt, haben auch eigene Ideen eingebracht, die am Ende auch im Video drin sind. Die Idee, das Ganze so schnell zu gestalten, die schnellen Schnitte und die vielen Stories, kommt von meinem Drehbuchautor und Regisseur. Und ich war gleich dafür, weil es einfach meiner Meinung nach perfekt auf den Inhalt passt. Weil es ja darum geht, dass das Leben verschiedene Seiten bietet. Und wie kann man das besser visualisieren als mit verschiedenen Stories in einem Video. Und durch die schnellen Schnitte wird es für mich auch sehr interessant gestaltet. Also wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass eben die Bewegungsabläufe in allen vier Stories nahezu gleich sind. Und wenn man das aufeinander schneidet, eine fließende Bewegung entsteht.
ihr Anna-Ile hat ihr erstes Musikvideo hier schon gedreht. Es hat einfach Spaß gemacht, so mit dem Team zusammenzuarbeiten. So. Und dann gab es dann noch diese Verbindung, dass es eben von Run Liberty Run produziert wurde in deren Tonstudio, die jetzt auch kurze Zeit später nochmal ein Video hier im Nachtwerk gedreht haben. Wir haben ein Video zusammen gedreht 2014, wir haben ein zweites Video zusammen gedreht 2015. Ich glaube, das sagt aus, dass es einfach funktioniert, dass wir einfach allesamt ein gutes Team sind. Ich habe ja schon mal mit Anja und Natascha gedreht und es war halt ein super Team, eigentlich halt auch noch mit Michi, es hat auch Spaß gemacht. Ein winziges Team einfach, wo man ein bisschen Kreativität noch ausleben kann. Ja, eine Art Zuhause für alle kreativen Leute, die sich gerne an einem Video beteiligen. Hat es einfach Spaß gemacht. Es war wieder wie beim letzten Mal, es hat einfach wieder Spaß gemacht, die Leute wieder zu sehen, mit den Leuten wieder hier zu stehen und produktiv an der Sache arbeiten zu können. Und wenn man so diese Zusammenarbeit mit den jungen Künstlern hat, die man sich auf die Fahne schreiben kann, es ist ein Musikvideo da, es gibt ein Interview, da fällt sicherlich auch das ein oder andere Mal das Wort Nachtwerk Musikclub, dann wird es wohl im Abspann stehen. Also ich denke, es ist schon irgendwo ein bisschen werbewirksam und dann macht es auch einfach Spaß. Es ist einfach schön, so an so einem kreativen Prozess teilzunehmen. Das sind eigentlich so diese zwei Intentionen, aus denen heraus ich das eigentlich immer wieder gerne mache. Ist, dass der Künstler vom ersten bis zum letzten Schritt komplett eingebunden und involviert ist, weil es mir einfach im Endeffekt darum geht, dass der Künstler präsentiert wird, sich präsentiert, dass ihm eben nichts aufgezwungen wird und dass er danach tatsächlich ein Video hat, das ihn selbst zeigt, das authentisch ist und nicht irgendwelchen Richtlinien, die vielleicht massentauglicher wären, entspricht. Und was ich da noch positiv in Erinnerung habe, das war echt witzig, ständig hing diese Bindfäden rum und der René kam mit seiner Kamera einfach nicht durch. Wir haben dann noch einen Besenstiel gesucht, um diese Bindfäden so irgendwie nach oben zu drücken und dem René dann da überhaupt mal zu ermöglichen, so um die Anja rumzulaufen mit seiner. In einer alten Schlachthofhalle, schätze ich mal. Und drehen hier eine sehr künstlerisch wertvolle Szene mit ganz vielen Fäden und Bildern und soll so ein bisschen das Leben von Anja dargestellt sein in Bildern, an denen sie dann vorbeigeht und die sie sich dann anschaut. Es gibt zwei weitere Geschichten und alle gehören quasi zusammen. Es ist ein Bewegungsablauf, der durch alle verschiedenen Storys durchgehend erzählt wird. Und also die Geschichten ergänzen sich immer ein bisschen und geben immer quasi die Kontraste wieder, die das Leben ausmacht. Und das Lied zeigt einfach auf, dass man aus den Situationen auch immer irgendwie wieder rauskommt. Ich lege Wert darauf, dass das Ganze respektvoll abläuft. Das ist für mich tatsächlich, das hat für mich oberste Priorität, weil das ein Wert ist, der an vielen Filmsets oder eigentlich, muss man sagen, an den meisten größeren leider verloren gegangen ist. Ich mache das Making-of. Was checkst du gerade? Ich check mal gerade die Bilder ab, ob die gut hängen und was es aussieht. Und, wie sieht's aus? Das weiß ich noch nicht, weil ich noch checken muss. Ah, dann kommen wir mal mit. Anja wird nachher in Trance paralysiert werden. Voller Wut, Blätter abreißen, um zu versuchen, in ihrem Leben voranzukommen. Ich bin heute auch gespannt. Es sieht aufregend aus, was wir gerade vorbereiten. Liebe fürs Detail. Eine von Nataschas Eigenschaften.
Dann können wir das zum Glück heute relativ in einem Stück durchdrehen, weil wir hier vorne starten, nach hinten durchgehen und eigentlich am Anfang gleich mal das ganze Set im Bild haben werden. Genau. Das ist auch seine Ausstattung, das hat er uns aus seinem Buch immer mitgebracht. Ach, genau, aus Glück. Ja, toll. Wie er sich zurechtrichtet, er zieht sich ein Sakko an. Vielleicht fährt er sich noch durch die Haare und wir werden es über den Spiegel quasi filmen. Ja. Und vielen Dank quasi den Wandel. Für mich beginnt ein Video erstmal damit, sich mit dem Künstler vertraut zu machen. Erstmal rauszufinden, wo soll es hingehen, wo liegen die Gründe für das Video, was ist die Geschichte des Songs. Ich will einfach manchmal den Leuten so eine gewisse Message weitergeben. Also mir liegt viel daran, dass andere Leute vielleicht das Gefühl haben, okay, eigentlich habe ich genau die gleichen Gefühle und es freut mich, dass jemand genauso denkt wie ich. Und vielleicht kann man mit manchen Liedern auch die Leute so ein bisschen wachrütteln. Wenn das, also bei dem Lied, was wir jetzt genau gemacht haben, das war eigentlich mir das Wichtigste, dass die Leute so ein bisschen tatsächlich durch das Lied vielleicht drüber nachdenken, ob es bei ihnen vielleicht ähnlich ist, ob sie vielleicht auch mal überlegen sollten, ob es eigentlich nicht ziemlich viele schöne Dinge gibt. Ja, und den Song finde ich toll, und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe die CD im Auto und auf dem Weg hierher habe ich mir alle vier Versionen auch nochmal angehört. Man hat gemerkt, der Song ist ihr Baby, es ist ihr Ding. Dass Anja einfach erneut sagen kann, und das ist mein Video, das ist mein Song und ja, das bin ich als Künstlerin. Und dass es ihr hoffentlich auch die Türen öffnet, die sie gerne öffnen würde. Abschließend möchte ich sagen, dass ich sehr dankbar bin, dass ich meinem Team sehr dankbar bin, weil es ohne mein Team hätte das alles so nicht funktioniert und auch ohne die ganzen Komparsen und Freunde und Familienmitglieder, die uns alle so wahnsinnig geholfen haben. Dafür auf jeden Fall ein ganz großes Dankeschön. Ohne euch hätte das Video so in der Form nie stattfinden können. Also auf jeden Fall hast du ja den Geschmack von der Auftraggeberin, wie es im Vertrag steht, getroffen. Hat dich das gefreut? Das freut mich, weil das wusste ich noch nicht. Weil ich war mir sehr, sehr unsicher, ob die Auftraggeberin, wie sie im Vertrag genannt wird, wirklich so einen Stil haben möchte. Ja. Was hast du dir dabei gedacht, als du dich auf dieses Riesenprojekt eingelassen hast? Und hast du es jemals bereut? Ich habe viel getrunken in der Nacht. Bei dir angekommen, dass die Auftraggeberin dir und der Natascha so super, super dankbar ist bestimmt, oder? Das hat sie schon gesagt. Und sie hat mir einen Whisky geschenkt und Schokolade und ihren unendlichen Dank ausgesprochen. Das sind toll. Herr Dünnes, haben Sie den Whisky schon probiert? Ja, den habe ich schon probiert. Schon leer? Halb leer. Kannst du mir hier vor den ganzen Leuten versprechen, dass du in mein Interview, was du gerade von mir geführt hast, nichts Peinliches reinschneiden wirst? Das kann ich sehr wohl nicht versprechen. Der schönste Moment am Set war tatsächlich, als wir fertig... Sagst du es mir? Ja, ist grün. Ich glaube, der schönste Moment am Set war tatsächlich, als wir fertig waren. Einfach der Moment, an dem wir gesehen haben, alles, was wir wollten, hat im Großen und Ganzen so funktioniert. Und es ist einfach immer ein besonderer Moment, wenn dann alles im Kasten ist. Das ist ganz ultra-endlich. Ultra-endlich? Aber mir liegt auf dem Herzen, dass ich mich, wie ich auch schon, glaube ich, ein paar Mal getan habe, nochmal bei allen ganz herzlich bedankt, die mitgemacht haben. Und ich hoffe natürlich, dass es auch allen gefällt. Und ja, ich bin froh, dass wir es gemacht haben.